Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich am Mittwoch mit dem Losungswort aus Psalm 51, Vers 14. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir hören gerade viel oder wir reden viel darüber, wie man diese Zeit gut nutzen kann und was man jetzt tun kann, gerade die, die jetzt viel Zeit haben, viel zu Hause sind, was sie jetzt aufräumen oder lernen oder studieren können oder viel mehr beten. Und vielleicht erlebst du das gerade ganz stark und kommst da toll voran, aber vielleicht bist du auch einfach frustriert und hängst rum und hast keine Energie und bist auch gestresst von der Situation. Es ist auch ein emotionaler Stress, in dem wir gerade sind, selbst wenn wir gesundheitlich nicht angeschlagen sind, so äußerlich erstmal nichts zu leiden haben. Und da ist dieses Psalmwort eine Ermutigung für dich. Du kannst dich einreihen in diese Bitte, dass Gott dich erfreut mit seiner Hilfe. Ja, du bist nicht allein da drin. Das ist jetzt nicht eine Sache nur von Selbstdisziplin, sondern Gott will dir beistehen. Er will dich ja erfreuen mit seiner Hilfe und dich ausrüsten mit einem willigen Geist. Weil das eine Sache ist, wir können uns selber ein Stück weit motivieren, aber es ist auch ein Geschenk von Gott. Und ich lade dich ein, auch da auf Gott zu vertrauen in dieser Zeit, dass du gut da durchgehen kannst. Ich mache das für mich selbst. Ich finde das auch herausfordernd. Und ja, lade dich ein, einfach mit mir darum zu bitten, so wie David das hier im Psalm 51 tut. Herr, wir danken dir für die Zeit, in der du bei uns bist, dass jeder Tag ein Tag mit dir ist. Und Herr, auch wenn die Umstände jetzt verändert sind und manche Schwierigkeiten mit sich bringt, aber auch manche Chance, dann vertrauen wir zuallererst auf dich. Und wir bitten, dass du uns erfreust mit deiner Hilfe, dass wir gut durch diese Zeit kommen, dass wir als Familien gut durchkommen oder als Singles, dass du unsere Gesundheit bewahrst und dass du uns auch hilfst, diese Zeit gut zu nutzen. Und für die Dinge, die jetzt anstehen, die wir jetzt tun wollen und tun können, rüste du uns aus mit einem willigen Geist, dass wir dir Freude machen, dass wir den Menschen ein Segen sind und dass wir selbst und auch mit Zufriedenheit und mit einer engen Verbundenheit zu dir durch diese Zeit kommen. Dazu leite du uns, Herr, und dazu segne uns. Amen.